Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Es ist mal wieder Zeit. Ich habe mir mal wieder die Zeit genommen, ein paar Folgen aufzunehmen. Mindestens zwei werde ich aufnehmen. Und obwohl ich wieder etwas Zeit dazwischen hatte, zwischen der letzten Aufnahme, ist es nicht ganz so lang her. Und ich weiß noch, worum es geht. Wir wollten hier irgendwas suchen, was hier, also den Schiffswrack. Wir haben es halt einfach nicht gefunden. Und ich hatte eigentlich Schwertball getrunken. Wo ist denn der? Der liegt auf Tee. So. Oh, hier ist eine kleine Insel. Kommen wir drauf? Oder ist das ein Frack? Ja, es ist ein Frack, okay. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich die Schatztruhe im Schiffswrack. Tauch mal ein bisschen tiefer. Ach, wir können nicht tiefer, okay. Habe ich die nicht gefunden. Die Truhe. So, jetzt ist es irgendwo in der Nähe. Also hier muss es irgendwo in der Nähe sein. Ich gucke jetzt erst noch mal hier oben drauf. Ich glaube zwar nicht, dass es hier irgendwo ist, weil da müssten wir es eigentlich jetzt schon rot sehen. Ich nehme jetzt die Zeit. Da drüben liegen ja eigentlich noch so ein bisschen Schiffswrackteile rum. Kann ich eigentlich jetzt auch Katze nehmen, sehe ich dann auch mehr. Warum habe ich nochmal Schwertball genommen? Ich Idiot, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte ins Inventar rein. Ich sehe halt echt einfach gar nichts. Es ist echt dunkel. Das ist irgendwie alles jetzt ziemlich grell. Ich habe das Gefühl, das war keine gute Idee. Ich glaube, in Verbindung mit Schwertwahl ist es kacke. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Fuck. Jetzt sieht es echt beschissen aus als vorher. Na gut. Hier ist halt ein Boot, aber ist es damit gemeint? Es ist über mir. Über mir ist es. Über mir. Darüber. Jetzt ist es in der Nähe. Was denn nun? Hier, über mir, darüber. Sagt er mir an. Also muss es ja irgendwo... Er zeigt immer noch darüber an. Okay, das kann er nicht hinhauen. Jetzt ist es wieder in der Nähe. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist aber halt auch gar nichts. Also... So, jetzt entfernen wir uns wieder, also es muss irgendwo hier sein. 10 Schritt, 10 Schritt, jetzt noch 10 Schritt. Hä? Verstehe das nicht. Aber da unten bin ich doch auch schon mal komplett durchgeschwommen. Ist halt ein Schiffswrack, aber es ist halt noch 14 Schritte entfernt. Da unten ist was. Na, immerhin waren wir hier noch nicht. Oh, fuck, mein Sauerstoff ist alle. Oh, da ist sie. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Komm hoch, komm hoch. Oh nein, komm doch einfach hoch. Toll, ich sterbe jetzt hier. Oh, fuck! Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Egal. Ich bin echt ertrunken. Weil ich einfach nur hängen geblieben bin an dem scheiß Schiff. Wir müssen wieder eine Stunde lang laden. Also, ich weiß nicht. Es tut mir einfach nicht gut, wenn ich einen längeren Zeitraum nicht aufnehme, wie ihr seht. Dann passieren immer merkwürdige Tote in der ersten Folge. Mist. Vielleicht sollte ich einfach 10 am Stück aufnehmen. Dann habe ich eine Folge, wo Mist passiert, wie jetzt. Sehr peinlich. Aber immerhin habe ich gesehen, wo der Schatz ist. Und dann die nächsten 9 Folgen mache ich es geil. Naja. Ein bisschen peinlich war das schon. Also ich glaube, ich weiß nicht, sind wir im kompletten Witcher-Spiel, meine treuen Zuschauer, die natürlich alle 500 Folgen gesehen haben, bin ich im kompletten Witcher-Spiel schon ein einziges Mal überhaupt ertrunken? Ich weiß es nicht. Kam bestimmt mal irgendwann vor, oder? Es gab so viele Folgen, bestimmt, aber ich bin nicht oft ertrunken. Und wie gesagt, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jemals ertrunken bin in diesem Spiel, weil man kann es eigentlich verhindern.
indem man rechtzeitig auftaucht, was ich nicht gemacht habe, weil ich erst zu spät gemerkt habe, dass mein Sauerstoff fast alle ist. Und dann habe ich zwar versucht aufzutauchen, war aber irgendwie zu hektisch und bin an meiner Umgebung hängen geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt weiß ich wenigstens ungefähr, wo es ist. Ich hoffe mal, dass ich es weiß. Und ich werde nicht den Fehler wieder machen und Katze verwenden, sondern nur nochmal Schwertball. So, war das direkt jetzt hier irgendwo? Hier war es doch irgendwo. Ich hab's doch genau gesehen. Hier rein. Wobei, ich glaube, mit Katze sieht man es doch besser, oder? Geh nochmal hoch. Und dann nehme ich Schwertwahl und Katze. Jetzt habe ich überlegen, noch weißer Honig reingemacht. Ich bin auch blöd. Ich hab's noch gesehen, bevor ich es benutzt habe. So, irgendwo hier war das doch, oder? Total am Rand und auch total verwirrend, wie mir das angezeigt wurde, oben rechts, wo das angeblich sein soll. Weil da war es ja überhaupt nicht. Liegen ja noch mehr Sachen. Aber ich habe halt Angst, dass ich wieder nicht mehr hochkomme. Aber ich nehme erstmal alles mit, weil das dauert jetzt zu lange, wenn ich jetzt hier alles noch aussortiere. Jetzt mal achte ich auf meinen Sauerstoff. Hier irgendwo, Lachs. Da. Okay. Ich tauche erstmal auf, ich will aber jetzt trotzdem direkt nochmal runtertauchen, weil ich wissen, ob da noch mehr rumliegt. Ich habe auch nicht wirklich mitbekommen, was da jetzt Geiles drin war. Ein paar geile Sachen waren da schon drin. Also es war eigentlich schon eine sehr reichhaltig gefühlte Quest-Schatzkiste. Oder es war ja kein richtiges Quest. Mehr so ein ganz kleines Nebenquest, das von. Ne, ist nichts mehr. Das von einem Fragezeichen ausgelöst wurde, wenn ich mich recht entsinne. Gut, haben wir das auch geschafft, haben wieder mal schön Zeit verschwendet und gucken mal, wo uns unser Weg hinführt. Ach ja, das Fragezeichen war hier und wir mussten hier hinfahren, alles klar. Und ich wollte ja jetzt erstmal die Fragezeichen hier klären, das heißt, oh, das haben wir noch gar nicht gemacht, bewachter Schatz, da könnten wir ja zur Not auch nochmal hingehen. Liegt ja eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg, ich wollte eigentlich hier jetzt hingehen. Wir könnten natürlich zuerst zu dem Fragezeichen gehen, dann hier rüber reiten und dann dahin und so, das geht auch. Wobei ich wollte eigentlich so, der Weg hier macht halt einfach mehr Sinn, ne? Ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf den direkten Weg dahin. Und wenn ich dran denke, dann gehe ich nochmal irgendwann. Oh, was ist denn da? Ach, so ein Vögel. Und der eine Vögel, der eine Vogel war einfach mal in der Luft. Also es war wieder mal ein wunderbarer Grafikfehler. Ich frage mich immer, wie diese. Also finde ich nicht schlimm, wie gesagt, das ist so ein komplexes, riesengroßes Spiel, scheiß drauf. Da kann man sowas verkraften. Oh, das glitzert ja immer noch. Habe ich nicht alles mitgenommen von ihm oder was? Und ich frage mich aber, wie die zustande kommen. Also diese Fehler, wo. Oh, ist auch noch ein bisschen was drin. Diese Fehler, wo halt irgendwelche Dinge in der Luft hängen oder sowas, wie gerade eben der Vogel. Hä? Der hat alles wieder drin, was wir gerade eben, was wir schon geholt hatten, oder? Könnt ihr mal lesen, aber ich hoffe, diese Briefe reichen bei guter Gesundheit. Du weißt ja, dass meine Leidenschaft für dich keine Grenzen kennt und ich mich mit jeder Faser danach verzehre, deine Frau zu werden. Bald stehen wir gemeinsam vom Altar und ich hoffe, du verstehst, dass diese Zeremonie so wunderbar werden soll, dass die Herzogin selbst vor Neid erblasst. Bitte versteh dies nicht als Tadel irgendeiner Art, mein Liebster, aber wir wissen doch beide, dass der bescheidene Sold eines Soldaten für einen so extravaganten Ball, wie wir ihn verdienen, nicht ausreicht. Doch sei nicht betrübt, ich habe eine Lösung für unser kleines Problem gefunden. Es liebt dich mehr als das Leben, Bella de Gunnis. Ja, das war die, die halt immer ihre Liebhaber dafür benutzt hat, um irgendwelche total schwierigen Aufträge an den Mann zu bekommen, in der Hoffnung, dass die das dann machen und sie den geilen Scheiß bekommt. Wir sind auch gleich da bei dem Fragezeichen, brauchen wir nicht erst den Plötze holen. War ich dann schon mal. Moment, mir ist gerade so ein bisschen mein Mikrofon im Weg für meinen rechten, linken Arm. So, jetzt geht's besser.
Genau, das hat man schon gelesen. Ich weiß nicht, was das für ein Fehler war. Es gab ja auch keinen weiterführenden Auftrag, den man. Also das war ja dieser weiterführende Auftrag mit dem Schatz. Der ja in dem Fall, wie man gesehen hat, gerade eben erledigt wurde. Es ist halt echt verdammt dunkel. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Okay. Geralt hat keinen Bock. Geralt ist ein bisschen eigen. Er sagt, hier ist es dumm, deswegen schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Erstens, um unsere Tränke aufzufüllen. Und wir müssen auch mal unsere Tränke wieder umstellen, fällt mir gerade ein. Nicht, dass wir da komplett dumm in den Kampf reingehen. So, was brauchen wir? Wir brauchen einmal Schwalbe. Und Schwert brauchen wir auch nicht mehr. Schwalbe, da haben wir mal Katze liegen, ne? So. Und jetzt gucken wir mal, was hier so überhaupt gar nicht stimmt. Da ist auf jeden Fall jemand aufgehangen worden. Bewachter Schatz. Ich hätte gedacht, es wären. Okay. Oh, das sind diese blöden Hunde, diese Geisterhunde. Die sind immer relativ eklig und stark. Ah, wir machen gut Schaden mit unserer Wunderwaffe. Aber echt viele, werden es immer mehr, oder? Und gerade eben nicht nur drei? Na endlich! Ah, das war glaube ich ein direkter Tod. Ich finde dieses Leben absaugen am Ende, wenn einer stirbt, aber dieses grüne. Diese grüne kurze Aura, die man sieht, also wenn quasi die Seele des Gegners in mich übergeht, finde ich geil. Das macht es irgendwie noch angenehmer, jemanden umzubringen. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man halt so selber so ein kleiner Vampir ist. Das ist ja mein großer Wunsch, so ein Vampir zu werden, wie die Vampire, die man hier in dem Spiel kennt. Leider habe ich den Namen vergessen von unserem Vampirfreund. Und da habe ich das Gefühl, dass ich selber so ein kleiner Vampir bin hier im Spiel. Und so ein Teil der Seelen, obwohl ja so ein Geister und weiß ich, ob er noch eine Seele hat, aber so ein Teil der Seelen geht quasi in mich über. Die Macht, die Kraft geht in mich über. Ich komme mir vor wie der Highlander. Nice, Pax ist der Highlander. Geralt der Highlander. War klar, dass es wieder was Weiterführendes ist. War eigentlich alles. Viele Kronen. Habe ich doch alles genommen, scheiß drauf. Neil. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, sorry. Neil Poré Abschiedsbrief. Jetzt weiß ich es. Das Leben ist perfekt. Das Leben ist köstlich. Das Leben ist voller Zauber und Schönheit, voller Möglichkeiten und Tragödien und Überraschungen. So viele Überraschungen. Auf dich, Vater, wartet eine auch eine Überraschung. Du wolltest nicht, dass dein Sohn ein Schauspieler wird. Du hast einen anderen Beruf für ihn gewählt, Soldat. Also hat dein Sohn diese Überraschung für dich. Seine Füße werden den Boden nie wieder berühren. Er wird die Schönheit des Lebens nie wieder erblicken. Und du, Vater, wirst bald seine baumelnde Leiche abnehmen und den Sack voller Kronen nehmen, für den du sein Leben verkauft hast. Ein Schlechter. Neil Poré. Okay. Unglücklicher Schauspieler, oder ja, einer, der zumindest einer werden wollte. Hat sich dann umgebracht, um seinem Vater eins reinzuwirken. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist. Wobei, der Vater wird sich, wenn er seinen Sohn wirklich geliebt hat zumindest, wird er sich wahrscheinlich ewig schuldig fühlen, weil er, Sohn hat ja quasi ihm direkt die Schuld gegeben und ist in seinen Abschiedsbrief reingeschrieben. Von daher. Ja, wenn das sein Ziel war vom Sohn und der Vater seinen Sohn wirklich geliebt hat, dann wird sein Plan wohl aufgehen und er wird sich seines Lebens nicht mehr froh werden. Vielleicht bringt sich der Vater auch um, keine Ahnung. Oder er wird zumindest als gebrochener Mann sterben. Oh, da waren gerade recht ganz, ganz viele Gegner. Wahrscheinlich ein Wolfsherde. Vielleicht sind wir da. Geht's da wieder um einen Wein? Du, sieht so aus. Ja, Monsterbefall auf Weingütern. Ich würde gerne absteigen. Ich würde gerne absteigen. Ich würde gerne absteigen. Ich würde gerne absteigen. Hallo, ich würde gerne absteigen. Guter Ritter, Hexer oder nicht? Los, lauf! Ja, ich würde euch ja gerne helfen, aber meine C-Taste funktioniert wieder nicht. Ich war halt in einer Pferdepanik liegen, aber ich dachte, man kann immer absteigen. Vielleicht ist er weg. Come on. Ich will noch was zu trinken. Ich habe irgendwie Durst. Nö, ich kann immer noch nicht absteigen. Ich bin doch gerade aufgestiegen. Brrr.
Hab ich jetzt gemacht, überlegene Schwalbe genommen, egal. Wie soll ich denn jetzt absteigen? Muss ich jetzt laden oder was ist das wieder für ein Bug? Speichere mal. Weiter so, Plätze. Das kotzt mich an. Wir laden nochmal. Das hatten wir doch schon mal das Problem, ich weiß es, aber es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe nichts gemacht, außer vielleicht nochmal neu geladen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Zeit lang so rumgerannt bin, weil ich nicht auf Plätze aufsteigen konnte. Und da war es aber nicht ganz so schlimm, weil da bin ich halt einfach gerannt. Aber wenn ich halt absteigen müsste und nicht mehr absteigen kann, das ist halt ziemlich scheiße. Ich würde halt gerne... Oh, ich habe Nackenschmerzen. Ich würde halt gerne... Ja, absteigen und Action machen, aber... Scheint hier keine Option zu sein. Na komm. Bomben und Armbrustbolzen können. Ich hab's nicht weiterlesen können. Bitte steig ab, bitte steig ab. Oh, er steigt immer noch nicht ab. Langsam. Ich guck nochmal in den Optionen, ob sich das verstellt hat, aber ich glaub's nicht. Wird einfach wieder dieser komische Bug sein. So, C muss es eigentlich sein. C. Tauchen. Okay. Sprinten. Springen. In der Aktion E. Hä, man, mit E steigt man ab, ich bin denn auf C gekommen? Oh mein Gott, das war jetzt noch peinlicher. Das war jetzt noch peinlicher als alles andere. Man steigt gar nicht mit C auf und ab. Was? Wieso habe ich denn gedacht, dass man mit C auf und ab steigt? Das ist E. What the fuck? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ist egal, wir machen einfach weiter und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Oh, das muss wieder direkt tot gewesen sein. Ist das echt alles? Sind zwei, drei kleine Dinger? Und nur einer davon ein Arbeiter? Okay. Bin überrascht, weil das war ja doch sehr einfach. Ist das... Hä? Nee, es kann doch nicht alles gewesen sein. Die Kimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Okay, also das war super simpel. Also die Gegner waren leicht, es waren viel zu wenig und es war nur... Es war auch nur, ich meine, die haben doch noch größere, die haben doch diese Kikimoras haben doch noch größere als diese kleinen Arbeiter. Was war das denn? Krass. Naja, was soll's. Ich bin auch mal nicht böse über einen leichten Gegner. War ja nicht direkt noch ein Fragezeichen in der Nähe? Genau. Mal hinlaufen. Na, gucken wir mal noch rein. Ob es da was Interessantes zu looten gibt, weil das gehört wahrscheinlich zu dem Weinberg. Ach, da ist sogar noch jemand. Nicht wirklich weit entfernt von. Ja? Nicht wirklich weit entfernt von dem Monsternest. Das war kein richtiges Monsternest, aber ich werd verrückt. Gebiet halt von denen irgendwas. Also ich würde es als Monsternest bezeichnen, aber er hat nicht Monsternest dazu gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass auch wieder Monsterbefall auf dem Weinberg. Und da links läuft, glaube ich, ein Ritter gerade vorbei. Der macht natürlich nichts. Kümmern sich nicht darum. Aha! Das macht mehr Sinn. Hier sind nämlich die Großen. Hier ist auch so ein Krieger dabei. Wäre ganz geil, wenn erstmal die kleinen Arbeiter platt machen können, die sich nicht dauernd wieder verbuddeln. Gut. Oh, der Krieger kommt. Der Krieger nervt. Wir machen es gerade ganz geil. Wieso sind wir denn jetzt voll vergiftet? Was ist denn da los? Ich glaube, dadurch sind wir irgendwie stärker durch dieses Gift. Keine Ahnung. Muss mal aufpassen. Yeah.
Dieses kleine Ding gräbt sich dauernd wieder ein, bis so auf den Sack. Haben die jetzt keinen Bock mehr, oder? Scheiße, mein Energie fällt immer weiter, weil ich vergiftet bin. Ich kann aber mich also gerade nicht anders heilen. Ich will aber eigentlich auch nicht aus dem Kampf abhauen. Oh. Na gut. Dann nutzen wir halt doch mal weißen Honig und heilen uns. Rafa? ...41 Zwiebeln. Die Zwiebelbande lässt grüßen. Hallihallo. Wenn das nichts ist, die werden stolz auf mich. 41 Zwiebeln. Und die essen wir jetzt nacheinander roh auf. Wie Geralt einfach mal aus dem Mund stinken wird. So geil. Und es schmeckt eigentlich auch nicht geil, so viel rohe Zwiebel zu essen. Das ist einfach scharf. Das sieht ja auch aus wie Gemüsezwiebeln. Die sind, glaube ich, nicht ganz so scharf, aber trotzdem. Die sind ziemlich groß. Scharf und wahrscheinlich auch mit der Zeit eklig. Das haben wir nicht gleich. Na also. Mach's gut. Das war jetzt schon ein besserer Kampf, schwierigerer Kampf, schönerer Kampf. Und es war quasi, wahrscheinlich war das so gemeint, dass die zur gleichen Herde, Horde, Clan, keine Ahnung, wie man das nennt bei Kikimoras, aber dass die zum gleichen, na wahrscheinlich ist es so wie bei Bienen oder so, oder Stamm oder so, Bienenstamm, Bienenstock, Matenstamm, keine Ahnung, werden wahrscheinlich zum gleichen Stamm gehören und das war halt quasi so ein kleiner Außenposten oder irgend sowas, Monsterlager. Wie komm ich da rein? Okay. Ich muss also jetzt muss ich jetzt alle Monster kaputt machen hier drin, oder wie bekomme ich denn das Monsterlager geklärt? Aber wahrscheinlich, ich gehe jetzt sowieso hier weiter. Den werden wir schon rausfinden, aber oh, die Zeit ist schon wieder um, sehe ich gerade. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.